Conway's Game of Life. Hallo, mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel. Und heute möchte ich dir Conway's Spiel des Lebens vorstellen. Naja, an sich ist das gar kein richtiges Spiel, es ist eher eine Simulation des Lebens. Und das sieht so aus. John Horton Conway, Mathematiker und Zahlentheoretiker, hat diesen zellulären Automaten entworfen. 1970. Eine Zeit, in der die Hälfte meiner Zuschauer gerade erst geboren wurde. Die andere Hälfte meiner Zuschauer wurde dann 30 Jahre später genau von diesen Leuten eben gezeugt. Auf den ersten Blick sieht das alles wirr und durcheinander aus. Auf den zweiten Blick vielleicht auch noch, doch für dieses unglaublich wirre und ziellose Gewusel sind nur ganz wenige Regeln verantwortlich. Eine Zelle hat genau 8 Nachbarn. Immer, auch die am Rand, die haben dann halt tote Nachbarn. Ist eine Zelle tot, hat aber 3 lebendige Nachbarn, dann entsteht auf ihr neues Leben. Hat eine lebendige Zelle nur einen oder gar keinen lebendigen Nachbarn, stirbt sie an Vereinsamung. Hat eine Zelle 2 oder 3 lebendige Nachbarn, passiert nichts und die Zelle bleibt am Leben. Hat eine lebendige Zelle aber mehr als 3 lebendige Nachbarn, so stirbt sie an Überbevölkerung. Und setzt man diese paar Regeln nun um, entsteht genau dieses weltbekannte Gewusel. Die Verfärbungen, die du siehst, die habe ich hinzugefügt, damit man sieht, wie alt eine Zelle ist. So gibt es auch Systeme, in denen eine Zelle irgendwann an Altersschwäche stirbt. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz neuen und modernen Pep. Das klingt jetzt vielleicht alles noch gar nicht so super unterhaltsam und total überspannend, aber es gibt so ein paar Konstellationen an Zellen, die ganz besondere Effekte in diesem zellulären Automaten erzeugen. Und die berühmteste Form ist der Gleiter. Es macht den Anschein, als ob dort etwas durch den Raum gleitet. Daher auch der Name. Dann gibt es zum Beispiel noch verschiedene Oszillatoren, also Objekte, die wabern, wenn man so möchte. Oder was ich ganz, ganz krass finde, sind sogenannte Breeder. Das sind Konstellationen von Zellhaufen, die andere neue Zellen, wie zum Beispiel Gleiter, produzieren und in den Raum werfen. Das ist ziemlich abgefahren. Man kann diese paar einfachen Regeln auch einfach in eine solche Tabelle stopfen. Bei 2 passiert gar nichts, bei 3 wird geboren und bei allen anderen wird gestorben. Und wenn man jetzt diese Tabelle rotiert, entsteht ein Anti-Universum mit genau den gleichen Regeln. Aber warum zeige ich dir das überhaupt? Ja, wäre ich Programmierlehrer, wäre das eine Aufgabe, die meine enorm schlauen und vielseitigen Schüler als erstes umsetzen müssten. Damit will ich sagen, dass das meiner Meinung nach eine ziemlich gute Übung ist, um sich mit den elementaren Bestandteilen der Grafikprogrammierung auseinanderzusetzen. Und man braucht auch im Grunde gar nicht 4, halt 2 dicke Arrays und eine Art Leinwand und noch eine kleine Ecke Gehirnschmalz. Ich würde dir also hiermit ans Herz legen, dieses Spielchen selbst mal umzusetzen und eigene Regeln zu erfinden und drin rumzumatschen, weil das einfach irgendwie auch echt Spaß macht, dem System beim Wachsen zuzusehen und der Meinung zu sein, das habe ich gemacht. Gott! Das Ganze geht auch in 3D, habe ich auch mal gemacht, aber leider ist nicht mehr wiedergefunden und das sieht dann aus wie so eine Art kranke Minecraft-World, die wabert und sich verändert und... Und ich würde mich freuen, wenn du das Ganze mal nachprogrammiert hast und das dann als Videoantwort unter dieses Video knallst. Da kann ich mir sehen, dass die Sachen, die ich hier vorstelle, auch Früchte tragen und das wäre dann schön. Vielleicht hat ja einer von euch so eine richtig coole Idee. Denn dieses Spiel des Lebens gab es zum Beispiel auch in einem richtigen Videospiel, in Populous 2, da gab es einen tödlichen Pilz, der hat sich irgendwie ausgebreitet. Und der hat sich tatsächlich genau nach diesen Regeln auf der Weltkarte ausgebreitet. Sehr coole Geschichte. Gefälligst. Und ich bedanke mich noch bei Wackiger Zocken für meinen Banner, fürs neue Kanaldesign. Das sollte erstmal halten. Außer du hast noch eine viel bessere Idee. Denn ich bin so eine Art Medienhure und nehme immer eigentlich alles und sag dann so, oh geil, aber du bist wirklich auch geiler ist. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.